ein sehr ehrgeiziger Rennfahrer. Ich habe mein Ziel immer vor Augen, weiß, was ich erreichen möchte. Marvin Kirchhöfer ist das Talent im Motorsport. Mit seinen gerade mal 18 Jahren hat der Leipziger Shootingstar bereits 15 Jahre Fahrpraxis. Angefangen hat alles auf der Kartbahn und nach seinem Start-Zielerfolg in den ADAC Formel Masters 2012 ist er nun in der Formel 3 angekommen. Ich denke mal, ich habe dieses Jahr ja einiges bewiesen, dass ich auf jeden Fall vorne mit dabei fahren kann, dass ich auch mich international messen kann und mich nicht verstecken muss. In einer Serie, wo man vorher noch nie gefahren ist, noch keine Rennen gefahren ist, ist es halt immer sehr schwer einzuschätzen, was da möglich ist. Aber ich sehe mich schon auf alle Fälle in den Top 3 vorne. Klare Ziele, die sich natürlich nur mit viel Arbeit, viel Disziplin und viel Training verwirklichen lassen. Mindestens dreimal pro Woche muss der Nachwuchssportler deshalb auch was für Fitness und Kraft tun. Viele denken immer, ja, Fitness braucht man doch nicht. Man sitzt doch nur im Auto und fährt seine Runden, aber das ist nicht so. Wir haben im Vergleich zum normalen Straßenauto keine Fahrhilfen, also weder Servolenkung noch ABS noch eine Traktionskontrolle. Und da muss man körperlich schon wirklich auf einem sehr guten Stand sein, dass man da auch zum Ende des Rennens noch ja, eine gute Kraft hat. Kraft holt sich der Formel-3-Pilot unter anderem auch an seinem Ausbildungsplatz. Die Lehre zum Industriekaufmann als solide Basis neben dem sportlichen Erfolg. Die Ausbildung als Industriekaufmann ist eigentlich eine gute Abwechslung. Es ist eher ruhiger als das Leben, was ich sozusagen neben der Ausbildung habe. Da ist meistens eher Stress mit Terminen und dem Sport. Und deswegen bin ich froh, wenn ich dann mal ein bisschen Ruhe im Büro habe und da die Arbeit hier mache. Ein sehr volles, sehr durchorganisiertes Leben für den doch noch jungen Erwachsenen. Ausbildung, Training, Tests, Renntage. Im professionellen Rennsport bleibt nur wenig Zeit für die Familie. Die steht aber voll hinter Marvins Plänen und unterstützt ihn, wo sie kann. Das Familienverhältnis an sich ist genau das gleiche, wie ich es schon vor 10 Jahren hatte. Meine Familie bleibt auch mit der ganzen Motorsportgeschichte relativ locker. Also das ist nie irgendwie so, dass das jetzt irgendwie anders ausgetragen wird, als es ist. Es ist alles relativ locker und bodenständig. Ich bin immer mit meinen Rennwochenenden dabei, kontrolliere so ein bisschen das Ganze, was im Team drumherum abläuft, halt den Rücken frei von gewissen Aufgaben oder organisatorische Sachen, Buchungssachen, Flüge, Ticket, alles, was bestellt werden muss, was zum Rennwochenende dazugehört. Das ist so meine Aufgabe und dass er, wie gesagt, sich reinweg nur auf das Fahrerische konzentrieren kann. Der erfolgreiche Start in die Formel 3 ist für den Nachwuchsrennfahrer die nächste Etappe seiner Motorsportkarriere. Eins steht für Marvin aber schon jetzt fest, irgendwann will er in der Königsklasse starten. Das Ziel ist natürlich, bis in die Formel 1 zu kommen. Und ja, ich hoffe mal, dass es nicht mehr so lange dauert, bis ich dort angekommen bin.